Hey, Welt, was geht? Skrillex am Start, ist ja natürlich klar. Heute wieder mit dem Song in der Stunde. Hau ich raus hier! Los geht's! Für alle Leute, die nicht wissen, worum es in diesem Format geht, ich versuche einen Song innerhalb von nur einer Stunde zu machen. Ob der dann gut wird oder nicht, das könnt ihr entscheiden. Auf jeden Fall habt ihr die Gewalt zu entscheiden, was ich so mache. Also ihr konntet mir Titel, Genre und Geschwindigkeit des Songs in die Kommentarbox posten und ich suche mir was aus. Ich habe mir die Kommentare noch nicht angeguckt, werde das jetzt aber mal machen. Ja! 636 Kommentare. Alter Schwede, boah. Wisst ihr, wie lange das dauert, das alles durchzugucken? Kacken im Mondlicht. Mit dem Kombi 180. Das ist geil. Fuck off, you bitch! Deutsche Metalcore. Geschwindigkeit 198. Das ist doch mal, das ist lustig. Vor allem der Titel ist auch total generic. Übrigens, heute ist Samstag und ihr denkt euch, what the fuck? Warum am Samstag? Du machst freitags normalerweise immer Musik. Und zwar Samstag, weil ich war im guten England eine Woche und habe da mit ganz vielen YouTubern ganz viele Videos gedreht und ganz viel getan und auch Musik gemacht. Deshalb kam dann so mal am Freitag nichts. Gestern Freitag kam auch nichts und heute ist Samstag und ich versuche heute das Video ganz schnell noch zu machen. Okay, wir nehmen Fuck Off You Bitch Deutsch Metalcore 198 Tempo eingestellt. Awesome. Ihr seht übrigens das Programm nicht, weil ich irgendwie befürchte, das wird sonst zu technisch und dann klicken alle weg. Alle! Alle! Ich würde sagen, wir starten diesmal einfach mal mit der Gitarre. Ich spiele einfach mal drauf los und dann gucke ich mal, ob ich mal schnell was gebacken bekomme. In der Regel kann man Metalcore sehr, sehr einfach machen und quasi am laufenden Band generieren, wenn man so will. Natürlich ist es dann qualitativ crap, aber das ist ja egal bei einem 1-Stunden-Song. So generic! Das geht schon in Richtung Deathcore. Machen wir mal. Das ist richtig simpel, das ist richtig einfaches. Where is my sound, people? Ah. Dann wiederhole ich einfach alles nochmal. Perfect. Das Scheiße klingt so unakkurat gespielt, aber alles first try. Kann man dann verstehen, warum das so scheiße klingen wird. Oh mein Gott! So, wir sind so weit. Breakdown-Dings machen und dann sind wir durch. Okay, das schnell. Ja, wie es aussieht, habe ich jetzt erstmal grob alles aufgenommen. Ich hack das jetzt schön zusammen alles und ja, dann kann ich auch schon ein Schlagzeug machen. Was? Ich war das nicht. Ich war der Stefan. Klingt das scheiße. Oh nein. In dem Song kommt fast nichts vor. Dennoch wollte er vollkommen lang sein, weil ich alles kopiere. Okay, hier kann ich noch eine schöne Roll machen. Kann irgendwie gerade gar nicht so viel reden, weil ich muss mich voll drauf konzentrieren. Ich habe noch weniger als 20 Minuten. Scheiße. Bass habe ich natürlich nicht. Drumset habe ich nicht mal zur Hälfte hinbekommen. Vocals, wie soll ich die noch aufnehmen? Ich habe auch noch gar keine Lyrics geschrieben. Was war das für ein Song, bitte? Der wird erstens scheiße klingen und zweitens wird die Hälfte fehlen. Nicht reden und konzentrieren. Yeah, das grooved. Und noch die Becken Halftime. Alter. Was? Das ist geil. 10 Minuten Zeit. Oh, fuck. Ey, ich habe keine Lyrics geschrieben, nix, keine Vocals aufgenommen. Scheiße. Okay, fuck off, you bitch. Ah, ich brauche was zum Schreiben. Nein. Schnell. Richtig lang, ey. Ich habe auch gar nicht geredet gerade beim Produzieren. Also fast nichts. Wahrscheinlich voll nicht lustig, das Video. Steuerhinterziehung ist nicht so schön. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Geil. Vor allem das Komische, was mir gerade auffällt. Es heißt Deutsch Metalcore, was ich machen muss. Aber der Titel ist Englisch. Das ist auch geil. Wie soll ich deutschen Metalcore machen, wenn der Titel Englisch ist? Mir ist das jetzt fucking egal. Ich habe jetzt
die Chorus-Lyrics und werde jetzt einfach One Take das ganze Ding durchscreamen. Dann habe ich es geschafft, das Ding in einer Stunde zu machen. Und ich werde auch gar nicht in die Vocal-Kabine gehen, das dauert mir zu lange. Ich mache das jetzt direkt und werde die restlichen Lyrics improvisieren. Und los geht's. Es wird schon laufen. Ich habe zumindest einen Chorus-Lyrics. Mehr habe ich nicht. Aber los geht's. Oh, Leute, vergangen Yo, yo. Keine Ahnung, was das sollte. Es gibt auf dem Kanal Cookie Brick 2 dann auf jeden Fall mal eine Version, die auch instrumental ist. Falls euch das mehr anspricht, würde mich wahrscheinlich mehr ansprechen in dem Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann haut doch mal hier schön Daumen hoch. Ich habe es echt doch noch geschafft, irgendwie das in einer Stunde zu machen, auch wenn es noch scheiße klingt. Aber das war von vornherein ja schon irgendwie klar. Also abonniert Cookie Breed, wenn ihr solchen Crap nicht verpassen wollt. Und schreibt mir in die Kommentarbox, falls ihr noch irgendwie geile Songideen habt. Natürlich immer schön Titel, Genre und Geschwindigkeit, also die Beats per Minute. Und dann gibt's nur noch eins zu sagen, und zwar ciao, bis zum fucking nächsten Mal. Ja, hier noch zwei coole Videos. Ich weiß selbst nicht, was das für Videos sind. Klickt da auf jeden Fall mal drauf. Da ist bestimmt was Gutes hier und da auch. Also versucht mal beide zu treffen, beide Videos auf einmal. Ich glaube, das hat richtig Stil. Klickt das mal, versucht das mal zu machen. Wirklich mit einem Mausklick beide zu treffen. Dann würde ich mich, ne? Würde ich mal sagen, geschafft oder nicht geschafft, ne? Wetten das, Wette gilt. Los! Tut es!